MDR Jump Podcast. Meine Damen und Herren, ich bitte um Ihre Aufmerksamkeit. Ein Podcast ist kein Ponyhof. Hier ist das Duo Deluxe. Schubert erklärt, Ludwig hakt nach. Herzlich willkommen beim Duo Deluxe, meine Damen und Herren. Mein Name ist Stefan Ludwig. Ich lebe in Halle an der Saale und schreibe Bücher. Bei mir ist Olaf Schubert. Er lebt in Dresden an der Elbe und ist, naja, Olaf Schubert eben. Genau. Und ich muss sagen, ich kann meine Freude kaum zählen. Sagen, du hast mitgemacht. Ich durfte dabei mitmachen. Mhm. Genau. Wir haben uns vorher ausgemacht, dass wir uns duzen, weil wir uns ja schon so lange kennen und eigentlich kann man sagen, wir sind befreundet miteinander. Ne? Ja, also das mit dem Duzen, das kam wie von selbst. Richtig. Wenn man sich dann 10, 12 Jahre kennt, und wenn der erste schon von Freundschaft spricht, was ich vielleicht etwas für verfrüht halte, aber duzen finde ich völlig okay. Okay, also das mit der Freundschaft sollten wir durchaus später besprechen, weil Freundschaft fängt mit F an. Wir beginnen mit dem Buchstaben A, weil wir alphabetisch vorgehen, aber das klären wir später. Dass wir nicht mit dem F-Wort beginnen. Genau, wir wollen nicht mit dem F-Wort beginnen. Und mit dem N-Wort, nein. Richtig, ja. Die Leute draußen, lieber Olaf, die kennen dich ja vor allen Dingen aus den Massenmedien und von deinen Bühnenauftritten. Aber im stillen Kämmerlein, was kaum jemand weiß, hast du dich auch mit anderen Dingen beschäftigt. Zum Beispiel jahrelang mit der Schöpfung. Was trieb dich an, Olaf? Die Schöpfung ist ja quasi das all uns umgebende Seinsmaterien, Energiegeflecht, ja, das manifestiert sich jetzt in allem. Ja, also das geht vom Stück Kernseife über Vogel bis hin zu Bitumen. Aha. All das ist ja irgendwie geschöpft. Also oder der Funke, der O-Funke der Schöpfung wohnt dem All noch in. Der Mensch hat das ja zwar alles weiterentwickelt, aber alles wurde mal geschöpft. Und weil das was so komplex ist, kann sich dem niemand entziehen. Also jeder ist von der Schöpfung unmittelbar betroffen. Richtig. Und du hast es aber ja nicht nur unter das Licht genommen, beziehungsweise unter deinen Blick, unter deine Fittiche, wie man es auch immer nennen will. Du hast es ja auch bewertet. Ja, das fand ich eben wichtig. Jeder hat ja irgendwie eine Meinung und der eine findet das gut oder der pickt sich mal das raus. Das sind immer so Stichproben, so Sichtprüfung, Wobei ich da auch, läppisch. Wenn ich da mal widersprechen darf, aber ist es nicht eigentlich im Gegenteil so, dass in Zeiten von Amazon bis Facebook alles bewertet wird? Ja, aber erstens ist alles sehr subjektiv, also durch die individuelle rosa-rote Brille. Dann mangelt es natürlich vielen Rezensenten an, wie soll ich sagen, an Hintergrundwissen, also selbst an Vordergrundwissen. Ja? Und ich glaube, ich habe so diese Helikopteroptik, also durch den Tunnelblick, einfach. Okay, verstehe ich. Du hast nicht nur 5 Sterne vergeben, wie sonst üblich, sondern 6? Ja, also das finde ich, ich brauche schon ein bisschen eine breitere Range, weil ich natürlich auch ein breiteres Spektrum und einen ganz anderen Horizont habe. Also selbst 6 Sterne fand ich fast noch ein bisschen dürftig. Ich dachte eigentlich, Olaf, du bist so ein Typ, du vergibst 7 Sterne. Aber hast dich dann trotzdem ein bisschen gebremst? Ja, ich wollte mich jetzt nicht so da irgendwie exponiert hinlümmeln, sondern ich will ja auch nachvollziehbar bleiben. Und du hast deine Bewertung alphabetisch geordnet, um halt ein bisschen System in diese ganze Sache reinzubringen, ne? Ja, das würde ich mal sagen. Das ist eben wirklich ein Geniestreich. Ja, kann man es nennen. Denn darum ranken sich ja Legenden. Am Anfang war das Wort, am Anfang war das Licht. Ja, kein Mensch weiß, wo ging es denn nun los mit der Schöpfung? Und bei mir geht's bei A los. Ja, das ist gut. A wie Eimer. Lass uns doch, wenn wir jetzt dabei sind,
Einfach anfangen, was hältst du davon? Das ist eine tolle Idee. Ein Podcast. Ja, Olaf. Und zwar beginnen wir mit dem ersten Begriff. Da handelt es sich um eine Popgruppe, die sich vor 50 Jahren aufgelöst hat und jetzt auf einmal wieder da ist. Hm. Leider nur digital, aber sie haben sogar ein eigenes Theater bekommen. Und die Rede ist von A. Wie ABBA. Vier schwedische Musiker, die ihr verbimmeltes Heimatland aus der Steinzeit gesungen haben. Ohne ABBA wäre Schweden heute noch so etwas wie Finnland. Musikalisch umstritten, aber starke Texte. Olaf, du hast 4 von 6 Sternen vergeben. Warum nicht mehr? Weil ich habe mir was dabei gedacht. Also okay. Ich dachte, 4 wäre genau richtig. Weil es 4 Musiker sind. Zum Beispiel. Für jeden einen. Ja, genau. Aber du hast trotzdem nicht die Höchstwertung vergeben. Ja, dazu fehlt vielleicht aber auch ein bisschen der Schneid. Und obendrein fehlt natürlich auch jedwede sozialkritische Komponente. Ja, das stimmt. Also gerade auch die damalige Zeit war ja eine Phase, in der viel gesellschaftlich Relevantes geschah. Und ABBA hat sich dem entzogen. Also wie zum Beispiel heute... Vielleicht Helene Fischer. Ja, Helene Fischer ist vielleicht die ABBA, ein ABBA. Ach ja, das wollte ich nämlich fragen. Oder willst du weiter über Helene Fischer sprechen? Ich nicht, aber wenn du möchtest, machen wir es. Ja, man könnte doch sagen, sie ist ein ABBA der Neuzeit. Okay. Sind viele Elemente der Show. Ja. Also die hat ja zum Beispiel so einen Kran, von dem lässt sie sich herab, lässt sich dann so ein bisschen baumeln. Ja. Das finde ich auch keine gute Metapher, weil sie... entwertet sich ja auch zum Stückchen Fleisch. Richtig. Ja, in so einem Schlachthof, das, die Ferkel zum Beispiel, die hängen ja dann auch immer so rum und drehen sich so komisch. Das wirkt immer so ein bisschen unkoordiniert, wenn die dann an diesem Fleischerhaken hängen. Ja. Wobei, spricht. Helene Fischer singt immerhin noch dabei. Ja. Ja. Aber eigentlich verschließt sie sich ja jedweden politischen oder sozial relevanten Themen. Ja, da kommen wir noch zu. Also ja, das weiß ich. Zu den Inhalten, ja. Wir sind ja schon dort. Ich weiß, dass das wichtig ist, aber ich wollte gerne noch etwas anderes besprechen vorher, wenn es dir natürlich recht ist, und zwar... Ich glaube, du hast deine Bestimmung in unserem Podcast schon gefunden. Du bist der Bremsklotz. Nein, ich bin der dich führt, Olaf. Der dich durch diesen Podcast führt und versucht, dich ein wenig in Zaum zu halten. Wann musst du nennen? Ja, deinen überschäumenden Geist, Olaf, ein bisschen... zu kanalisieren. Kann man das so nennen? Ich folge dir gerne. Okay, gut. Lieber Olaf. Ja, Stefan. Es gibt ja dieses... Du machst mich wahnsinnig mit deinen Zetteln. Ja, entschuldige bitte, ich habe vorbereitet. Hast du kein Geld für irgendeinen Laptop oder für ein... Nein, ich arbeite auf Papier analog. So. Ich habe mich so gefreut. Endlich, ein Podcast, habe ich mir gesagt. Endlich, jetzt machen wir einen Podcast. Jetzt geht's los, jetzt wird alles gut. Die Leidenszeit hat ein Ende. Und dann fuchtelst du hier rum mit deinem... Ein Podcast ist was Modernes, der braucht eine digitale Attitüde. Und nicht so ein braunes Kurzsacko-Lehrerzimmer. Fehlt bloß noch, dass du jetzt hier schwarzen Tee rausholst. Muss man sich in der ersten Folge schon streiten? Nein. Das sind nur sachdienliche Hinweise. Okay, ja. Zurück zu ABBA. Zurück zu ABBA. Fischbüchsen, Olaf. Fischbüchse, es gibt ja auch den Fischkonzern ABBA. Richtig. Das ist ein Ammenmärchen, das gehört ins Meer der Fabelwesen. Also ins Reich. ins Meer der Fabelfische, genau, ja. Ist das eigentlich ein Beitrag zum Umweltschutz, wenn ich sage Fischbüchsen zurück ins Meer? Nee, eindeutig nicht. Wieso? Weil das ist Blech und Blech im Wasser ist doch nicht gut. Aber der Fisch? Der ist doch tot. Siehst du, das der ist eben... in Tomatensoße und tot. Also ein Fisch, der Wochen, Monate, manchmal jahrelang in Tomatensoße im Vakuum liegt, der ist tot. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Okay. Es gibt garantiert Fälle. Ich räume ein, werden nicht oft sein, dass Fische in der Fischbüchse überlebt haben. Okay. Möglicherweise sogar, die wurden eben bloß so halb zerhäckselt. Ja. Also so oder 3/4. Aber wenn man ein besonders lebensstarker Fisch, also ein besonders optimistischer Fisch, der vielleicht auch in der Büchse noch das Schöne sieht, der sagt, immerhin, ich hab's schön kalt. Ja? Oder es ist meine Büchse.
Ja? Oder der isst vielleicht selber gern Tomate in der Tomaten. Ja, aber der ist doch nicht allein in seiner Fischbüchse, sondern mehrere Fische in einer. Das glaube ich nicht, dass man das macht. Das wäre, glaube ich, doch relativ übergriffig. Und ich glaube auch aufgrund des Datenschutzes dürfen gar nicht unterschiedliche Informationen von Fischen in einer Büchse. Kann man jetzt über was anderes sprechen? Ja. Danke. Duo Deluxe. Schubert erklärt, Ludwig hakt nach. Wir waren ja bei ABBA. ABBA kommt ja aus Skandinavien. Genauer gesagt aus Schweden. Richtig. Also Schweden ist ja, wenn man jetzt so will, die Hauptstadt von Skandinavien. Ich sag mal Norwegen. Ja, was haben die? Oslo, Trondheim. Das kannst du wirklich komplett, also um vielleicht beim Bild zu bleiben, in die Fischbüchse verfrachten. Einfach so als Füllmaterial, damit sich der Fisch nicht so alleine fühlt. Richtig, ja. Gut, aber da würde ich dich jetzt mal kurz unterbrechen. Wir gehen ja eigentlich streng alphabetisch vor. Ja. Nach ABBA kommt eigentlich die Axo-Höhle. Kleiner Spoiler, aber wenn es inhaltlich passt, machen wir manchmal einen kleinen Ausflug nach vorne. Und das machen wir jetzt, denn du hast dich mit diesem Thema schon mal befasst, und zwar unter den Buchstaben S. Wie Skandinavia. Stehen permanent unter Alkohol. Tatsächlich einsetzbar nur bei Biathlon oder ähnlichem Unfug. Als Pluspunkt führst du an, ich zitiere, trinken im Sommer aus Freude an hellen Nächten. Ja, und im Winter trinken sie aus Frust über Dunkelheit. Genau, das ist ein Minuspunkt. Und da ziehst du dann folgendes Fazit. Skandinavien ist riesig. Die paar Leute, die der Schöpfer dort angesiedelt hat, hätte er auch woanders unterbringen können. Skandinavien, den Elchen. Ja. Du hattest ja vorhin schon mal die Texte, die Lyrics angesprochen von ABBA. Da möchte ich gerne nochmal drauf zurückkommen. Ja. Es gibt ja so Zeilen wie Money, money, money must be funny in Richmond's world. Die sind ja jetzt ein halbes Jahrhundert alt und die haben meiner Meinung nach wirklich nichts von ihrer Relevanz verloren. Im Gegenteil, ich würde sogar sagen, sie haben gewonnen wieder an Relevanz, weißt du? Mhm, ja. Weil Money ist ja quasi ein Vertreter des Prekariats. Der Inbegriff der Money, der fährt seinen LKW, er fährt von A nach B und verdient zu wenig. Ja, Money, ja? Money, Money, ja. Tippelbrüder hießen die. Die LKW-Fahrer hießen ja Tippelbrüder, als es noch keine Autos gab. Und die sind damals mit dem Rucksack, jetzt will ich nicht wieder von A nach B sagen wir mal, die sind von F nach A oder von H nach M. Mhm. Oder, das ist vielleicht doof wegen Werbung, von C nach A. Oder du weißt, was ich meine. Ich weiß oder genau, was du, dann sag doch, dass du es verstanden hast. Und ja. Du lässt mich hier auflaufen. Nein, überhaupt nicht. Ich höre dir einfach nur zu. Aber wir waren bei Money, Money, Money must be. Dann wäre er im Prinzip eigentlich der Money zu Funny unterwegs, oder? Ja. Das ist ein schönes Schlusswort für diesen Punkt. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten. Und das ist A. Wie Axelhöhle. Die du unter der Überschrift Fehlplanung wie folgt bewertest. Die ästhetische Achillesferse des Menschen, vor allem nach Einsätzen der Pubertät, in Klammern Behaarung. Im Gegensatz zum Schließmuskel, danke dafür, völlig sinnlos. Schrundig, bleiches Geknölsel, evolutionär absolut unausgereift. Du vergibst nur einen Stern, Olaf. Das ist eine mehr als deutliche, fast harsche Kritik am Schöpfer, den du übrigens, ich möchte mal zitieren, den du lediglich aus der Tradition sprachlicher Überlieferung als solchen bezeichnest und somit keinesfalls die Existenz einer Schöpferin oder einer anderen nicht-binären, eventuell schöpfend tätig gewesenen Wesenheit in Abrede stellst oder eine solche gar ausschließt. Also ich finde ja, um als Schöpfungskraft aktiv zu werden, bedarf es ja keiner explizit geschlechtlichen Präferenz. Ja? Aber es stellt sich natürlich nach den Auswirkungen der geschlechtsspezifischen Schöpfungsgeschlechtlichkeit. Ja. Also ist jetzt der männliche Schöpfer eben an diesen maskulinen Dingen orientiert. Feuer, Kraft, Erdbeben. Ja. Ja. Also vielleicht gäbe es, wenn es eine Schöpferin gewesen wäre, mehr Stiefmütterchen, mehr Diamanten, mehr so bling bling. Mhm. Aus Zeitgründen, Olaf, wollen wir den nächsten Punkt nur anreißen. Ja. Alphabetisch folgt nach der Achsehöhle Afrika. Darüber findest du grundsätzlich lobende Worte, vergibst allerdings nicht die Höchstwertung, da noch nie eine afrikanische Mannschaft eine Fußball-Europameisterschaft gewonnen hat. Ja,
Deshalb ist ja auch Afrika so ein bisschen der Problemkontinent. Der bereitet uns ja allen viel Sorgen. Ja. Ja. Dabei ist er eigentlich so pfiffig. Die Menschen, die dort leben, die Afrikanisten, die haben ja ganz viel Talent in bestimmten Dingen. Ja. Die können ja zum Beispiel Sachen, wo wir Europäer, da gucken wir ins Uhrwerk, wie ein Schwein, okay, wenn es blitzt. Ja, ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Ja, also die Afrikaner, also die können ganz tolle Sachen machen. Also die können zum Beispiel sich was ausdenken und das dann herstellen. Okay. Weißt du? Ja. Und sie hätten, man muss ja auch sagen, sie hätten ja eigentlich einfach mal clever sein können, wenn sie bei der Fußball-Europameisterschaft nicht mitmachen dürfen, dass sie einfach ihre eigene Europameisterschaft ausrichten. Ja, ne? Also da fehlt es wiederum, ja, muss ich sagen. Und deswegen hast du ja auch nicht die volle Punktzahl. Also wie viele Sterne habe ich vergeben? Ich sehe hier, glaube ich, 4 oder 3. Was heißt denn, glaube ich? Entschuldige, das kann ich gerade nicht sehen. Ach, ich sage jetzt mal, du hast 3 vergeben. Da wird die Bewertung nachgereicht. Genau. Okay, dann machen wir so. Bewert. Ja. Also jetzt schon hier Cliffhanger zu unserem Podcast Nummer 2. Auf den zweiten Podcast freue ich mich eigentlich noch mehr als auf den ersten. Ich auch. Im zweiten Podcast wird dann die Sternebewertung für Afrika nachgereicht. Okay, das versprechen wir hiermit. Oder? Das ist Machst gut. du dir eine Notiz? Das merke ich mir. Okay. Und nun der Werbefunk. Miese Stimmung auf der Party. Das muss nicht sein. Hier kommt Party Steffen. Hello. Der ultimative Ganz-Allein-Unterhalter. Stimmung, Spaß und gute Laune. Mit den besten Scherzen. Ich erzähle einen Witz, haltet euch fest. Und den lustigsten Späßen. Neulich habe ich eine Annonce gelesen. Suche Mann mit Pferdeschwanz. Zu Frisur egal. Auch als Stimmenimitator ist Party Steffen einfach unschlagbar. Ich kann Helmut Kohl nachmachen. Hallo, hier ist Helmut Kohl. Party Steffen. Man nennt mich auch Olaf. Jetzt online buchen unter www.spaßbeiseite.de. Ich kann mich auch selbst nachmachen. Das geht ab wie Mike, wenn's blitzt. Wir kommen nach Afrika zum Alkohol, den du, ich zitiere, alten. Ich wollte noch zu, also es gäbe über Afrika natürlich noch viel zu erzählen. Richtig, ja, und wir wollten jetzt zum Alkohol kommen. Ja, ja, ganz viele Geschichten und Mythen und dann, das würde jetzt aber den Rahmen des Podcasts sprengen. Wir kommen zum Alkohol, den du als weltweit beliebtes, Delirium verheißendes Destillat beschreibst. Der erhält von dir die Höchstwertung, da die Erde nicht umsonst als blauer Planet bezeichnet wird. Genau, und da war mein Ansatz, dass ich so denke, blau, man sagt ja, angenommen blaues Blut, jemand, ja, der ist betrunken, ein Blaublütling und der Planet auch blau. Ja, also natürlich ist die Erde nicht betrunken, sondern ich habe das so ziemlich geschickt jetzt dorthin transferiert, dass man denken könnte, weil so viele Menschen blau sind, wäre die Erde blau. Aber die ist ja blau wegen des Himmels. Ja, du lächelst ein bisschen. Ich merke, das ist auch ein bisschen lustig gemeint. Ja, na klar, na klar. Ja, ich merke. Genau. Ja, also, und das finde ich wirklich eine tolle Idee. Ja, ja. Das habe ich, und weil das auch so ein bisschen spielerisch. Ja, das hat so was, so ein bisschen schnippisch. Ja. Das mögen ja auch die Leute von an dir, dass du wirklich nicht immer nur so trocken und ernst bist, sondern dass das du auch durchaus noch ab und zu. Das ist doch ganz wichtig, bei so einer, dass man jetzt nicht einfach bloß sagt, 3 Sterne, dass man das so schnöde, lieblos runterrotzt, sondern das muss ja irgendwie atmen. Ja, ja. Die Sterne sind ja nur das Fleisch. Das hast du schon gesagt. Und weil wir gerade im Weltall sind, dann passt der folgende Punkt nicht nur alphabetisch, sondern auch thematisch. Alpha Centauri. Beeindruckendes Sternbild, das vor allem in der Nacht gut zur Geltung kommt. Das Licht, welches von dort zu uns leuchtet, ist schon Millionen Jahre unterwegs. Wirkt daher ein wenig von gestern. Das sind ja Dinge, die eigentlich die Grenzen des Verstandes eines normalen Menschen überschreiten. Und hier komme ich ins Spiel. Ja. Um das quasi auch ein bisschen einzuordnen. Ja? Ja. Denn das ist ja kein Zufall, das hat ja der Schöpfer bewusst so gemacht. Ja. Alpha Centauri vor vielen, vielen Milliarden Jahren wird angestrahlt vom Licht einer Lampe, der Uhrlampe. Ja. Ach, die Uhr, ja. Und dann macht sich das Licht ja nicht irgendwo hin auf den Weg, sondern es kommt direkt zu uns. Ja.
So, und das finde ich schon was Faszinierendes. Also das nehme ich dann als Individuum auch schon persönlich, ja. wo ich eine gewisse Demut spüre und natürlich auch eine gewisse Knirpsenhaftigkeit. Okay. Also jetzt im Vergleich zum Alpha Centauri und im Vergleich zu einem Stern, wie klein sind wir? Ja, und das Verrückte oder ist, dass du zum Beispiel. Ja, wobei ich ja nicht wesentlich, sind wir nicht gleich groß? Ja, ich meine, da geht es nicht um Körpergröße, da meint man ja so. Also, wenn ich dich richtig verstehe, meinst du auch im Prinzip, dass dieser unglaubliche, nennen wir es Zufall oder was auch immer, dass dieses Licht. Fügung über so eine riesige Entfernung ausgerechnet jetzt auch noch bei uns ankommt. Dass ja. Das den Weg zu uns findet. Es könnte ja, angenommen, es gäbe andere Lebensformen in ferneren Galaxien, das ist ja weder zu beweisen noch jetzt auszuschließen. Mhm. Wir müssen erstmal abwarten, was das Teleskop Hubble für Bilder schickt. Ja. Ja. So. Okay. Aber ich prophezeie schon jetzt, wenn es dort kein Licht gibt, wo das Ding hinfliegt, werden wir auch nichts sehen. Also Licht ist ja die Mutter des Sehens und Gesehenwerdens. Und was du ja natürlich auch mal, also ich erinnere mich dunkel, apropos Licht, dass du irgendwann mal gedacht hast, oder? Ab und zu mal ich auch. Kleiner Schmunzler. Dass du dich also wirklich also besonders darüber gefreut hast, dass dieses Licht da wirklich 1 Million Jahre alt ist und nicht verstaubt wirkt, sondern wirklich wie neu. Ne, auf es, dich. Ja, das wird nach 1 Million Jahren so ein kleines bisschen porös, so ein bisschen brüchig, ja. wenn man ganz genau das sieht man nur unter der Lupe. Aha, okay. Aber ansonsten ist das Licht wie neu. Ja. Also das kriegst du maximal mit einer LED hin. Ja. Und beim Menschen ist es ja sowieso was völlig anderes. Also der, je älter der wirkt, der wirkt ja nicht neuer, wenn er älter ist. Nein. A wie Alter. Besonders hinten raus gern mit Gebrechlichkeit verbunden. Insgesamt eher peinlich. Danach, Olaf, widmest du dich der Anarchie. Im Gegensatz zur Monarchie, im Rahmen derer ein inzestuös gekrönter Obertrottel auf einem goldenen Kaspersessel über allem anderen thront, kann der anarchische Gedanke als ein recht progressiver Ansatz betrachtet werden. Im Wesentlichen bezeichnet Anarchie einen Zustand ohne Herrschaft. Die Deutung dessen geht vom eher gemütlichen, bei mir darf jeder machen, was ich will, bis hin zum kämpferischen, keine Macht für niemand. Dieser Slogan kommt zwar recht forsch daher, ist aber leider im Endeffekt nicht zielführender als ähnlich lautende Forderungen wie keine Traktoren für Diabetiker. Olaf, mit der Monarchie gehst du ja ziemlich hart ins Gericht. Die englische Königin ist ja vor gar nicht so langer Zeit gestorben. Kanntet ihr euch eigentlich persönlich? Jein, sag ich mal. Hm. Also ich habe ihr mal eine Postkarte geschrieben und sie hat mir auch geantwortet, also hat antworten lassen. Daran merkt man ja schon, dass es ja auch wichtig war. Also das war so eine extra für mich, sage ich mal, vorgedruckte Karte, wo extra für mich jetzt kein Name draufgeschrieben wurde. Okay. Aber vielleicht ist gerade das Persönliche. Höchstwahrscheinlich, ja. Dass nur ich so eine Karte habe, wo mein Name nicht draufsteht. Wahrscheinlich, ja. Aber wo wir gerade in England sind, Olaf, du bezeichnest Anglizismen als Bullshit. Das erklärt sich von selbst, Olaf, und deswegen schlage ich vor, wir kommen gleich zum nächsten Punkt, und das ist A wie Asmussen, Phipps. Was Robert Oppenheimer für die Atombombe, war Phipps Asmussen für den deutschen Witz. Die meisten Witze hat er vermutlich nicht selbst erfunden, sondern einfach absorbiert. Das Resultat: 3-stündige Witz-Sperrfeuersalven aus vollem Phipps-Rohr in ein deckungsloses Publikum. Warum der Schöpfer ihn trotzdem bereits abberief, bleibt ungeklärt. Hast du den Phipps Asmussen mal getroffen? Phipps Asmussen bin ich mehrfach begegnet. Hm. Er lebte in Quedlinburg und er hatte eine Corvette. Darf ich das kurz wiederholen? Phipps Asmussen lebte in Quedlinburg und hatte eine Corvette. Ja. Aha. Klingt wie ein Titel deiner Songs. Eines deiner Songs. Ja, er war... Ich glaube, ich will jetzt nicht sagen verbittert, aber eine Art, so eine gewisse Entrüstung, dass er halt, Quedlinburg ist ja Weltkulturerbe. Mhm. Und natürlich sehr enge Gassen. Und der Phipps mit seiner Corvette, der hatte riesige Probleme. Und seine Frau,
der Name ist mir entfallen, wird nachgereicht, ja. Im dritten Teil, im, okay. in so einem dritten Podcast. Im zweiten reichen wir ja schon Afrikaner. Ja. Wir können ja. den sonst. Ja. Sie jedenfalls, ich nenne sie jetzt mal X, hat glaube ich, auch mit Fips immer geschimpft, weil der dann geflucht hat, wenn der dort irgendwie das Ding dort irgendwie um die Ecken steuern ja, wollte, ja, die konnten ja. nicht einparken. Dann ist es ja auch laut, so eine Corvette. Das war jetzt nicht unbedingt Win-Win. Ja, verstehe. Das war Win-Lose. Ja. Lose. Und dann hat er sich sozusagen aus Frust in den Humor geflüchtet? Nein, nein. Also den, die Corvette, Corvette oder Corvette? Corvette. Corvette. Die Corvette konnte er sich ja nur aufgrund des überragenden Erfolges. Ach so, er war vorher schon durch seinen Humor. Das klar. war schon ja. im Zenit seines Schaffens. Ja. Aber erstaunlich erstmal, dass er nach Ostdeutschland gegangen ist. Ja. Dann, wie gesagt, das Fahrzeug ist ja vielleicht so ein bisschen das falsche Statement. Ja. Das wirkt ja auch so ein bisschen prahlhanserisch, gerade auf den Quedlinburger. Mhm. Und Quedlinburg hat ja eine sehr hohe, wie ich es immer höre, glaube ich, so auch Adolf-Hitler-Fan-Dichte. Vielleicht ist es ja auch... Aber es gibt doch, Moment mal, es gibt doch bestimmt wegen auch... Wegen des Fipses. Wegen des Fipses. Aber es gibt doch bestimmt auch Quedlinburger, die... Total links sind, na klar, oder? Natürlich. Also das ist jetzt hier kein Quedlinburg-Bashing, was du betreibst. Also das wäre mir wichtig. Dass, ja. Ich liebe die Quedlinburger, ich liebe Quedlinburg. Ja. Gut. Ja. Das Duo Deluxe. Ein Podcast ist kein Ponyhof. Aber wir waren bei Fips Asmussen und... Quedlinburger Quitten, das war zum Beispiel ein Leibgericht meiner Großmutter. Quietschgelbe okay. Quedlinburger Quitten. Es fängt langsam an, mich nicht mehr zu interessieren. Lass uns doch von Fips Asmussen, weil wir doch eigentlich beim Humor waren, Olaf. Du musst ja. da... Ja. Mhm. Lass uns beim Thema bleiben. Ich, ja? Danke. Das war jetzt wirklich, das war jetzt nicht böse gemeint. Nein, der richtig, es ist ja auch wichtig, ist ja auch deine Aufgabe, ja, wir dass wir hier dranbleiben, ist ja deine einzige Aufgabe. Ja. Also Fips war, sage ich mal, für den deutschen Humor das, was Oppenheimer für die Atombombe war. Das steht ja schon in deiner Erklärung, das haben wir schon gehört. Aber ja, das ist ja deshalb nicht weniger richtig oder wichtig. Das ist richtig, kann man durchaus wiederholen. Ja. Und ich habe immer mit Leidenschaft an der Tankstelle damals die Kassetten gekauft. Ich hatte eine Überleitung übrigens vorbereitet von Fips Asmussen zum nächsten Thema und das ging so. Aha, Fips Asmussen, einer der Urväter des Humors. Also, lieber Olaf, ich lese das gerade vor, das merkt man wahrscheinlich, aber ich musste mir ab und zu mal ein paar Notizen machen. Ich fange nochmal von vorne an. Fips Asmussen, lieber Olaf, war also, kann man schlecht entziffern. Fips Asmussen, lieber Olaf, war also einer der Urväter des Humors. Uns ist gerade ein Zettel runtergefallen, das hat man vermutlich gehört. Das kann ja aber beim ersten Podcast mal passieren, ja. dass mal irgendwas daneben geht. Ist auch nicht schlimm, der Zettel ist runtergefallen, kaputt gegangen ist nichts. Also kommen wir jetzt zum Buch. Der schlug ja aber auf dem harschen Filzasbest des Studios auf. Richtig. Ein sehr gutes, auch teures und kostspielig ausgestattetes Studio, muss man auch dazu sagen. Du hast recht. Und ich muss jetzt vor allen Dingen auf den richtigen Knopf drücken. Das habe ich auch vorbereitet. Wir kommen jetzt also zum Buchstaben. H. Wie Humor. Ebenso wie die Wiege der Menschheit liegt auch die Wiege des Humors in Afrika. Der dort ursprünglich entstandene schwarze Humor hat sich über die Jahrtausende stetig entwickelt und nach und nach weltweit verbreitet. Lachte man im Zweistromland noch über Ägypterwitze, kommt ein Pharao zum Arzt, schmunzelte man im Mittelalter bereits über diverse Berufsgruppen, kommt eine Hexe zum Arzt. Während in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Witze über weibliche Bevölkerungsteilnehmer, kommt eine Blondine zum Arzt und die Anwohner der nördlichen Tiefebene, kommt ein Ostfriese zum Arzt, für Heiterkeit auf Arbeit und im Privatbereich sorgten. Heutzutage ist es zu Recht verpönt, sich über Schwächere zu amüsieren. Kommt ein Einarmiger zum Arzt. Die Zeiten haben sich geändert. Witze auf Kosten Stärkerer, kommt ein Gewichtheber zum Arzt, sind mehr und mehr im Kommen. Olaf, glaubst du denn, dass auch der Schöpfer oder die Schöpferin über Humor verfügt? Ja. Ansonsten würde man ja behaupten, dass der Humor eine Erfindung des Menschen selber wäre. Wenn man aber davon ausgeht, dass der Schöpfer alles quasi auf einmal ins All gebläht hat,
muss auch der Humor von ihm kommen. Oder würdest du sagen, es gab Menschen, die sich den Humor ausgedacht haben, weil sie zu wenig zu lachen hatten? Könnte man auch. Das ist natürlich, ans metaphysische grenzende Frage. Fast so, was war eher da? Ei oder Eigelb? Dick oder doof? Ja? Na, auf der anderen Seite, wenn man jetzt sagt, der Schöpfer hat zum Beispiel die Lachmöwe erfunden, dann hat er ja eigentlich auch eindeutig Humor bewiesen, oder? Ja, das stimmt. Vielleicht ist das seine Art von Humor. Ja. Aber zum Humor gehört ja auch jemand, der ihn dechiffriert. Ja? Also ja. Humor ist ja erstmal nichts weiter als eine Information. Digitaler Humor ist 0 und 1. Ja. Also das ist so ein Impuls und es wird ja erst zum Humor im Rezipientenhirn, die sozusagen diese Botschaft dechiffriert, aufspaltet in eine digitale Humoreinheit wäre jetzt 0 und 1 und das Gehirn spaltet das auf in ha, hi, ho, hu, ha, ha. Merkst du? Ja, ich merke schon, Und dann fängt man an, sozusagen. Funktioniert. Ja. Konsonant und Vokal, H und A werden dann zum H. Ja, und außerdem fände ich, ist es charmanter, wenn man dem Schöpfer Humor unterstellt. Das so, dass man sagt, naja, das hat er eben einfach so gemacht, das hat er einfach so rausgehauen. Ansonsten würde man ihm ja, glaube ich, auch Gemeinheit oder Boshaftigkeit sogar irgendwie zusprechen. Okay. Ja? Weil er so furchtbare Dinge ja irgendwie auch über die Menschheit gebracht hat, wie die Gicht oder hartes Nutella. Ja, Gneis. Oder wie heißt hier das, wie heißen die Steine, wenn die noch warm sind? Lava. Ja. Vulkan. Ja. Gedöns. Das ist zwar attraktiv auf Postkarten oder so, aber wenn du jetzt unter so einem Lavafluss liegst, da ist dir nicht mehr egal. Wir sind jetzt bei so einem ernsten Thema gelandet und wir waren eigentlich immer noch bei Humor und Witz. Ja, aber das ist ja, glaube ich, auch etwas Hand in Hand dahinschreitendes. Wenn man jetzt immer bloß so Pimmel, Pimmel, da kommt der Fritz, ha, 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 ha. Ja, aber wie kommen wir jetzt zurück zum... Und Fips vermochte es. Fips vermochte es wie niemand, die Pointe zu ziehen, zu dehnen, und zu stauchen, sie im Raum stehen zu lassen, um sie erst ganz zum Schluss zu setzen. Ja. Lass uns doch mal kurz zur Pointe kommen. Obwohl besonders unter Humorschaffenden absoluter Mangel herrscht, liegen einige der besten Pointen noch immer unbenutzt herum. Wie zum Beispiel Jürgen, Rettich to go und aber doch nicht in Ungarn, Herr Oberförster. Was ist deine Lieblingspointe, Olaf? Meine Lieblingspointe? Da würde ich mich, glaube ich, zu sehr reduzieren. Eine wäre mir da zu wenig. Denn das Leben ist ja so bunt und vielfältig, finde ich, dass es vieler Pointen bedarf, um auf entsprechende Humorbedürfnisse auch reagieren zu können. Ja, und da gibt es ja auch regional ganz große Unterschiede. Also zum Beispiel der Eskimo oder der Inuit oder die Inuitine, die Inuitöse, lacht ja über was anderes als jetzt, sage ich mal, so ein alter, verschrumpelter Mongole, der dort irgendwie in seiner Jurte liegt, voll Jack. Ja. Und dort wäre bestimmt eine gute Pointe, dass der sagt, Herr Wirt, hier sitzt eine Fliege auf dem Jackschnitzel und das sagt der Kneiper, nein, das ist ein Haar. Aber das ist doch keine Pointe, das war jetzt ein Witz. In der Mongolei. Ach so, in der Mongolei ist die Pointe der Witz. Also nein, in der Mongolei, das ist ja ein Riesenland. Richtig. Dort leben, glaube ich, 12 Mongolen, die teilen sich jeder 17.000 Kubikhektar. Okay. Aber dann wäre doch, entschuldige, die Pointe Jackschnitzel und weil nicht... Weil das Land so groß ist, sind alleine die Pointen so lang wie bei uns die Witze. Du kannst dir vorstellen, wie lang... Ah, jetzt verstehe ich dich. Das ist ja... Man muss ja immer das in Relation setzen. Wenn man einen Witz erzählt, sind ungefähr, sag ich mal, 95% Geschichte. Ja. Story, Vorbereitung, so, was da eben alles so dazugehört. Und 5% Pointe. Okay.
Von der Fläche, jetzt mal umgerechnet in Zeit. Ja. Du hast Witze grundsätzlich in drei Kategorien aufgeteilt. Gute, schlechte und ganz schlechte Witze. Das ließe auf den ersten Blick auf eine ähnliche Bewertung schließen, doch nach, ich zitiere, Abwägung aller sachlichen und vor allem unsachlichen Argumente gelangt man zwangsläufig zu folgender Erkenntnis. Die ganz schlechten Witze sind die mit Abstand am allerbesten. Da muss ich sagen, das würde ich heute, der Mensch entwickelt sich ja stetig weiter, das würde ich heute anders kategorisieren. Okay. Heute würde ich nicht sagen, ganz schlechte Witze, sondern ich würde sagen, sehr schlechte Witze. Was ist da der Unterschied? Ganz schlecht ist, glaube ich, ganz schlechtes Deutsch. Sehr schlecht ist besser. Okay, Olaf, das war ja jetzt alles ziemlich trockener Stoff. Wir waren jetzt bei Witz, bei Humor, wir waren bei Fitz Asmussen. Hast du denn eigentlich einen Lieblingswitz? Natürlich. Den habe ich dir aber bestimmt auch schon mal erzählt. Wo der eine hier, also wo die drei Pinguine durch Leverkusen laufen. Und der eine Pinguin, also es müssen jetzt keine Pinguine sein, aber Hauptsache Leverkusen. Ja. Ist aber auch austauschbar. Also sagen wir mal, was vielleicht immer was lustiger ist, ist Ostfriesland. Ja, da sind drei ostdeutsche Ostfriesen, weil ja Ost und Ost, also drei Ostfriesen und die fahren zusammen in den Urlaub. Die fliegen zusammen in den Urlaub. Und im Flugzeug sitzt Honecker, Brezhnev und der amerikanische Präsident. Und die drei Ostfriesen. Und die drei Ostfriesen. So, und die sagen dann, na, wo fahrt ihr denn hin? Fliegt. So, und da sagt der erste Ostfriese, ich fliege zum Halsarzt. Und dann sagt der zweite Ostfriese, ich fliege zum Nasenarzt. Und dann sagt der dritte Ostfriese, ich fliege zum Ohrenarzt. Und dann sagt der russische Präsident, also Andropow, nein, damals schon Tschernenko, die sind ganz schön lange geflogen, da war Andropow schon tot. Und da sagte der, der kommt doch mit zu mir. Ich kenne einen Arzt, der macht das alles zusammen. Und jetzt landen die und jetzt kommen doch die drei Pinguine. Also aus Leverkusen, die drei Leverkusener Pinguine. Die waren bloß nur zu zweit. Der eine ist von der Brücke gesprungen und war tot. Und der andere hatte gesagt, ich springe nicht von der Brücke, ich gehe zum Bäcker, kaufe mir ein Weißbrot und mache das auf dem Klappfahrrad. So, aber noch nicht die Pointe, das war bloß so ein kleiner Zwischenulk. Jedenfalls, die fahren weiter zum Flughafen. Der eine sagt, oh, jetzt habe ich aber solche Halsschmerzen, dabei wollte ich zum Ohrenarzt. Und jetzt kommt der andere Ostfriese, sagt, und ich habe plötzlich Rückenschmerzen, aber wenn ihr bloß zum Hals-Nasen-Ohrenarzt wollt, was mache ich denn dann mit meinen Rückenschmerzen? Und da ruft er an bei seiner Frau und sagt, Mensch, wir hatten so lange keinen Sex. Und da sagt der Mann, okay, ich lasse mich jetzt shutteln nach Jerusalem und kaufe dort Kondome. Und er kauft Kondome mit Geschmack, weißt du? Ja. Klar, oder? Und er kauft das Kondom zurück, die ganze Strecke. Müssen wir jetzt ein bisschen eindampfen. Ja, also das geht dann noch weiter, dass der Mann mit den Nasenschmerzen kommt zum Ohrenarzt und die Pinguine. Und jedenfalls, um es jetzt wirklich mal auf den Punkt zu bringen, kommt der Mann nach Hause mit den Kondomen. Er hat da Kondome mit Geschmack. Und dann... Das war das Schlusssignal. Wir müssen Schluss machen. Die Zeit ist abgelaufen. Aber wir können ja vielleicht nächste Woche... Mitten im Podcast. Ist das technisch möglich? Das ist mir... Jeder Podcast hat ein Ende. Und dieser Podcast auch. Das war das Signal dazu. Ist das... geht das nach Datenvolumen? Ich glaube ja, ich bin mir nicht sicher. Aber irgendwann ist der Podcast halt voll und dann muss man Schluss machen. Das ist der Moment. Wir haben jetzt noch ein paar Sekunden. Angenommen 17 Gigabyte. Wenn die voll sind. Richtig. Und wonach richtet sich das? Also nach der Dichte, nach dem Inhalt unserer Gespräche, nach dem oder nach Vor allen Dingen nach Inhalt. Also je gewichtiger der Inhalt, desto höher die Datenmenge logischerweise. Wenn wir jetzt leiser, vielleicht können wir noch ganz datensparend. Und vielleicht unwichtige Sachen sagen. Ja.
Weißt du, dann kann man noch ein bisschen Zeit schinden. Aber ich glaube, es ist jetzt langsam an der Zeit, Schluss zu machen, Olaf. Tschüss. Ja, ruh dich ein bisschen aus. Du hast es dir verdient. Tschüss. Das Duo Deluxe. Ein Podcast von MDR Jump.